Hallo? Hallo? Ja, wunderschönen guten Tag. Mein Name ist Herr Bauer, Vertriebspartner von Mastercard. Ich spreche mit dem Herrn Dalzim. Wie bitte? Wen möchten Sie sprechen? Mit dem Dalzim. Mit Herrn Dalzim? Ja, einen Moment bitte. Kommst du mal bei Telefon? Ja, hallo? Wer ist da? Ja, wunderschönen guten Tag. Mein Name ist Herr Bauer, Vertriebspartner der Mastercard. Ja. Und zwar spreche ich mit dem Herrn Dalzim. Ja, hier ist Dalzim. Mit dem Herrn Rakesh. Ja, richtig. Was möchten Sie bitte? Wunderschön, dass ich sehr reich, Herr Dalzim. Ja. Und zwar, ich rufe Sie an, wie gesagt, Vertriebspartner der Mastercard für die Marketing. Ja. Und zwar, Sie halten in den nächsten Tagen Post und bekommen Ihre neue Mastercard. Zumindest die Unterlagen dazu, Herr Dalzim. Ah, das ist sehr gut, weil ich hatte ja, bin ja froh, dass das so schnell funktioniert, weil ich habe ja das hatte ich Ihnen ja geschrieben, weil ich habe das ja verloren und da musste man das Sperrung machen. Ah, was haben Sie verloren, Herr Dalzim? Mein Mastercard. Und da habe ich ja da geschrieben, Wie haben Sie die Mastercard verloren? Wann haben Sie verloren die Mastercard? Wie vielen Tagen oder Monaten? Das ist vor 3 Wochen gewesen. Und dann habe ich ja bei Ihnen geschrieben, dass wir das neu haben müssen. Wie bitte? Ja, dann habe ich doch bei Ihnen geschrieben, weil wir ja ein neues brauchen. Deswegen rufe ich Sie doch an. Ich habe hier eine Vermerkung. Ja, das Geld kann ich gut gebrauchen. Ja, das ist ja weg gewesen. Ah, okay. Ja. Und soll ich Ihnen jetzt die Unterlagen für die neue zusenden? Ist es dann wie den alten oder ist es dann besser geworden? Das habe ich ja sehr lange gehabt. Fall. Auf jeden Fall. Bei Ihnen, Sie bekommen jetzt neue Sachen bei der neuen Mastercard. Ja. Das handelt sich um nur eine goldene Mastercard, ohne Jahres- und ohne Monatsgebühren. Das heißt, bei der goldenen Karte hat man 70 Euro bis jetzt Jahresgebühren gezahlt. Ja, richtig. Und Monatsgebühren natürlich, wie viel man Geld abgehoben hat, ja, das von dieser ist Karte. Wenn Sie zum Beispiel, hat man auch Monatsgebühren. Ja. Das haben Sie nicht mehr mit dieser Karte. Oh. Ja. Das nächste ist, Sie haben keine Bonitätsüberprüfung und keine Schufa-Überprüfung bei dieser Karte. Okay, ja, das ist ja egal, ich habe das ja bisher immer bekommen. Ah, okay. Und wie gesagt, Sie bekommen jetzt noch 3 Versicherungen mit drin. Was ist da drinnen? Eine Diebstahlversicherung, das heißt, dieser Kreditrahmen, Herr Dalzim, ja, ist versichert, falls die Karte entwendet wird oder gestohlen wird. Oh, sehr gut. Und dann das andere ist, Sie bekommen eine Urlaubsversicherung und eine Urlaubsreiserücktrittsversicherung. Wenn ich das mit den Karten kaufe? Nein, das heißt, wenn Sie einen Flug buchen oder einen Urlaub buchen, dann... wenn Sie über diese Karte bezahlen, ja, dann sind Sie versichert, ja, über diese Karte. Ich kann mich bei Ihnen jetzt immer zweimal hören. Können Sie Lautsprechung bitte ausmachen? Ich habe keine Lautsprecher an. Also, ich kann mich jetzt immer zweimal hören. Das ist bei Anfang ist es nicht gewesen. Ich rufe Sie nochmal an, Herr Dalzim. Dann kann sein, dass es ein Systemfehler ist bei uns. Ja, das wäre sehr nett. Ich rufe Sie in einer Minute nochmal an. Ja, danke. Ja, danke. Dankeschön, bis gleich, Herr Dalzim. Hallo? Ja, hallo, Herr Dalzim. Tut mir leid, die kleine Störung. Ja, alles gut. Irgendwas mit dem, also, haben Sie alles verstanden, Herr Dalzim? Oder soll ich es Ihnen nochmal erklären? Ja, das mit der Versicherung, weil ich habe das alles immer zweimal hören. Das habe ich nicht ganz verstanden. Ach so, also, wie gesagt, ich erkläre es Ihnen nochmal, wenn Sie Zeit haben. Ja, bitte. Also, es handelt sich hier um eine goldene Mastercard, also Sie bekommen Unterlagen von uns, das ist das Wichtigste. Ja. Sie bekommen erst die Unterlagen und dann entscheiden Sie, ob Sie diese Karte beantragen oder aktivieren. Ja. Wie gesagt, es handelt sich um eine goldene Mastercard, ohne Jahres- und ohne Monatsgebühren. Sehr gut. Jetzt hat man bei der goldenen Karte 70 Euro an Jahresgebühren gezahlt. Ja. Monatsgebühren waren ja unterschiedlich, wie viel Sie Geld abgehoben haben. Ja, und warum ist das jetzt gratis geworden? Das ist nicht gratis, Sie sind doch Mastercard-Kunde, oder nicht? Ja, aber Sie sagen ja, man muss das, wenn ich das neue jetzt bekomme, das muss man das nicht mehr bezahlen. Doch, Sie müssen eine einmalige Gebühr bezahlen. Ja, aber also, das bei Monat. Nein, keine Monatsgebühren und keine Jahresgebühren. Ach so, und das ist genau komplett weggehen? Das ist komplett weg. Oh, und aber muss man jetzt nur das einmal geben oder ist das einmal bei Jahr? Sie zahlen nur einmalig diese 98,90, ja? Ja.
Und dann bekommen Sie diese Karte, also wenn Sie diesen Voucher aktivieren, das ist ein Gutschein mit einem Aktivierungscode. Das können Sie im Internet dann aktivieren, ja. Dann bekommen Sie Ihre Karte und Ihre PIN-Nummer und alles, wie es funktioniert, also, haben einen Kreditrahmen von bis zu 7.500 Euro. Ja. Und dann können Sie, wie gesagt, selber alles entscheiden, also, ob Sie diese Karte aktivieren oder nicht. Wie gesagt, ich erkläre es Ihnen jetzt wie nochmal. Ja, also warte mal, zuerst kommt es bei Deutsche Posten und dann muss ich das bei Internet reinschreiben und dann werde ich das Karte bekommen? Also Sie bekommen als erstes, Herr Dalsim, bekommen Sie erst Unterlagen. Ja? Sehr gut. In den Unterlagen ist ein Voucher, das ist ein Gutschein mit einem Aktivierungscode. Ja. Yes. Da gehen Sie auf diese Internetseite und können diese Karte aktivieren. Ja. Dann kommt Postbote, bringt Ihre Karte, Ihre PIN-Nummer, dann zahlen Sie einmalig diese 98,90, okay. Wo Sie dann auch nochmal widerrufen können. Was kann ich machen? Ein Widerrufsrecht haben Sie von 14 Tagen, Herr Dalsim. Was bedeutet? Das bedeutet, wenn Sie unzufrieden sind oder sagen, ich möchte das doch nicht haben, die Mastercard, dann können Sie das widerrufen. Also Storno machen? Genau, okay. Storno machen, sehr dann gut. Bekommen Sie wieder Ihr Geld zurück. Ja, aber ich muss das Karte hier haben. Ja, Sie bekommen ja jetzt auch eine. Ja. Deswegen sage ich ja, ohne Jahres- und ohne Monatsgebühren. Diese Karte ist für Sie, Herr Dalsim, bonitäts- und schufa-frei. Ja. Haben einen Kreditrahmen bis zu 7.500 Euro, zahlen keine Zinsen und keine Gebühren weltweit. Ist auch fünf Jahre. Keine Zinsen bezahlen? Genau, erste 5 Jahre zahlen Sie keine Gebühren und keine Zinsen. Oh mein, also ich kann jetzt morgen das bei Automat 7.500 nehmen und dann bei 5 Jahren muss ich das erst wiederbringen oder ist das bei einem Jahr? Nein, Herr Dalsim. Ich erkläre es Ihnen mal kurz, bitte nur zuhören, dass Sie das auch dann verstehen. Ja. Wie gesagt, wir haben auf dieser Karte einen Kreditrahmen bis zu 7.500 Euro, also ein großes Bis. Sie können 7.500 Euro bekommen, das liegt natürlich bei Ihnen, oder Sie können auch vielleicht nur 5.800 bekommen. Das ist ein Kreditrahmen bis zu 7.500 Euro, okay. Ohne Zinsen, ohne Gebühren weltweit, die ersten 5 Jahre. Ja. Das heißt, an Gebühren in Deutschland sparen Sie sich zwischen 3 bis 5 Euro. Im Ausland 10 bis 15 Euro. Oh. Das heißt europaweit, also alles was Europa ist, zahlen Sie 10 Euro an Gebühren. Das haben Sie nicht mit dieser Karte mehr. Ja. Diese Karte hat 3 Versicherungen mit drin. Eine Diebstahlversicherung, das heißt dieser Kreditrahmen ist versichert. Falls die Karte gestohlen wird oder verloren geht, haben Sie die Versicherung mit dabei. Eine Urlaubsversicherung, eine Urlaubsrücktrittsversicherung haben Sie auch mit drin. Das heißt, wenn Sie einen Flug oder einen Urlaub buchen über diese Mastercard, sind Sie versichert über diese Karte. Sehr gut. Und das bekommen Sie alles schriftlich. Und wie gesagt, in den Unterlagen ist ein Voucher, das ist ganz wichtig. Ja. Diesen Voucher, das ist ein Gutschein, mit einem Aktivierungscode. Genau, da haben Sie einen Code, dann gehen Sie auf diese Internetseite, wo das drin steht, können dann diesen Code durchgeben, dann wird diese Karte aktiviert. Dann kommt der Postbote, bringt Ihre Karte, Ihre PIN-Nummer, dann zahlen Sie per Nachname 98,90 einmalig. Sehr gut. Und Sie haben gesagt, das ist das bei Europa oder auch, weil ich bin viel bei Indien, ist das da, muss man das da bezahlen? Und bei also Russland? Weltweit zahlen Sie keine Gebühren. Okay. Die ersten 5 Jahre. Sehr gut. Das ist sehr Nach gut. 5 Jahren wird sich das alles ändern. Und was werde dann das kosten oder ist das dann erst in 5 Jahren zur Entscheidung? Das entscheiden Sie dann nach 5 Jahren, weil diese Karte ist 5 Jahre gültig. Ach so. Genau, diese Karte ist 5 Jahre gültig und dann können Sie selber entscheiden, ob Sie dann weiter diese Mastercard behalten möchten oder nicht. Ja. Dann Sie ein Schreiben bekommen natürlich, was Sie an Gebühren zahlen müssen oder, das kann ich Ihnen nicht sagen, Herr Dalsim. Ja. Das wird man dann sehen in den nächsten 5 Jahren, wie sich das alles dann ändern tut. Ja, aber weil das Weltwirtschaft ist ja immer mal hoch, mal ist es runter. Und wenn ich so einen Kredit dann bekommen möchte, muss ich dann bei Sie anrufen? Also diese Kreditrahmen, das entscheiden wir. Ja. Nicht, das entscheidet natürlich die Arbeit sozusagen Bank oder von uns Mastercard. Ob Sie, was Sie für einen Kreditrahmen bekommen. Es ist eine goldene Karte, wo man Kreditrahmen bis zu 7.500 Euro. Das heißt nicht, dass Sie 7.500 Euro bekommen. Ich habe Ihnen das gesagt, Sie können auch vielleicht nur 6.000 Euro
Kreditrahmen bekommen. Ja, das ist in Ordnung. Das ist eine Karte bis 7.500 Euro. Sehr gut. Das bekommen Sie, wie gesagt, alles schriftlich. Und wie lange wird es dauern? Also die Unterlagen ungefähr zwischen 3 bis 4 Werktagen. Okay, weil ich muss, ich wollte jetzt demnächst, weil ich wollte es bei Urlaub fahren, dass das, dass das kein verpasst machen von den Briefdingens. Verstehe ich. Also wie gesagt, 3 bis 4 Werktagen dauert die Post, bis sie da bei Ihnen zu Hause im Briefkasten sind. Ja. Können sich das dann alles in Ruhe durchlesen. Und wie gesagt, Sie können dann selber entscheiden, ob Sie diese Karte beantragen oder aktivieren das oder nicht. Das ist sehr gut. Kann ich mal kurz mit der Herr Daniel Tagger sprechen? Mit dem Herrn Daniel? Oder mit dem Tagger. Tagger heißt der mit Nachname. Ich kenne keinen Daniel. Daniel Tagger? Tagger? Ah, kenne ich nicht. Ist nicht bei Ihnen? Nein. Achso, dann ist aber doch ist doch 4D-Marketing. Ja, das ist 4D-Marketing. Das ist das kein Herr Beauftragte. Wir sind Beauftragte von Mastercard, ja, wo wir für Mastercard arbeiten. Ne? Deswegen Vertriebspartner der Mastercard 4D-Marketing. Ja. Und ich kenne keinen Daniel Tagger, Herr Dalsheim, aber Sie können mir sagen, um was es geht, um was geht es denn da? Nee, ich wollte das einfach einmal Hallo sagen. Nee, bei mir arbeitet hier kein Daniel. Ach so. Das kann sein, vielleicht in anderer Stadt. Ach so, ja, wie ist, weil wir haben jetzt bei Deutschland, ist ja jetzt, wird ja langsam der Frühling kommen. Wie ist denn bei Ihnen das Wetter in Bosnien? Also ich bin hier, uns ist schön sonnig, ungefähr 22 Grad. Ja, das ist sehr schön. Und bei Ihnen, wie ist das Wetter so? Oh, das ist 13 Grad und ziemlich kalt. Au, deswegen, von wo kommen Sie denn her? Sie sind doch aus Ziegendorf. Ja. Auf der Hauptstraße 71. Das ist richtig. Und wo ist in Bosnien, wo ist der Hauptcenter? Wir sind nicht aus Bosnien. Natürlich. Sie sehen doch die Nummer 089125. Ne, bei mir steht unbekannte Rufnummer. Ah, unbekannte Rufnummer. Ja, wie immer, wenn ihr anruft. Und selbst wenn ihr mal eine Nummer anzeigt, dann kann man das nicht zurückrufen. Das kann ich Ihnen auch erklären, Herr Maulwurf. Ja. Ja. Können Sie bitte machen? Das heißt, wir rufen vom Internet an. Von Internet? Oh, das habe ich schon gehört. Das ist von Darknet? Weiß ich nicht, welcher Anbieter das ist. Bist du von Darknet? Nein, ich bin nicht von Darknet. Darknet? Nein. Nein, bist du nicht Darknet? Nein. Aber den Politikern sagen doch immer, dass die ganzen Betrüger bei Darknet rauskommen. Bist du da rausgekommen bei Darknet? Keine Ahnung, Herr Dalsim. Ja. Können wir dann die Zusammenfassung machen, Herr Dalsim? Können wir probieren, ja. Alles klar. Also wie gesagt, Herr Dalsim, ja, ich erkläre es Ihnen schon mal im Voraus, was ich Ihnen erwähnen werde in der Zusammenfassung. Ja? Ja. Ich bin schon ganz gespannt, ja. Also, dann fasse ich nochmal alles kurz zusammen. Mach eine kleine Aufzeichnung zu Ihrer Sicherheit. So fange ich an. Darf ich das zu meiner Sicherheit auch aufzeichnen? Können wir nachher machen, wenn wir die Zusammenfassung machen. Sehr gut. Dann können Sie auch aufzeichnen. Ja, sehr gut. Okay? Sehr gut. Also ich erkläre es Ihnen dann jetzt, Da kannst du dich bei Bosnia Next Topmodel bewerben. Ah, bestimmt kann ich mich bei Bosnia Next Topmodel bewerben. Ja, sehr gut. Du wirst ein großer Fan bekommen. Ich werde dir ein Abo machen. Alles klar, dann können Sie ein schönes Abo machen. Können wir dann weitermachen? Ja, können wir weitermachen. Also entweder können Sie das mit Ja bestätigen oder Nein. Das ist das Erste. Ja. Dann bekommen Sie, wie gesagt, Ihren Voucher. Den Voucher habe ich Ihnen erklärt, das ist ein Gutschein, wo Sie diese Karte aktivieren können oder auch nicht. Das ist Ihre Entscheidung. Hallo. Ja, ja, hallo. Ja, hier ist Maulwurf. Sie hatten vorhin schon nach mir gefragt. Ja, Herr Maulwurf, schönen guten Tag. Ja, ich grüße Sie. Wie geht es Ihnen, Herr Maulwurf? Es ist alles wunderbar. Wie ist das Befinden bei Ihnen? Super. Das ist ja wunderbar. Versuchen Sie das jetzt immer noch? Was versuche ich immer noch, Herr Maulwurf? Ja, den Leuten da ihre Karte anzudrehen. Ist das immer noch ein sehr erfolgreiches Geschäftsmodell 2017? Nein, Herr Maulwurf, wir bieten so eine Karte an. Das ist der Unterschied. Ja. Und Sie bekommen Unterlagen, Herr Maulwurf. Über diese Unterlagen können Sie selber entscheiden, ob Sie diese Karte überhaupt beantragen oder aktivieren wollen. Ja, das letzte Mal, als ich mit einem von Ihnen gesprochen habe, wollte der mich totschlagen. Ah, ja, ich habe das auch sozusagen irgendwo gehört. Ja, wo haben Sie das denn gehört?
Das kann ich Ihnen nicht sagen, aber da kann ich mich vielmals bei meinem Kollegen entschuldigen oder für meinen Kollegen entschuldigen. Ja. Das hat auch Konsequenzen, Herr Maulwurf. Ja, kann ich den mal bitte sprechen, den Herrn Tagger? Sind Sie noch dran, Herr Maulwurf? Ja, natürlich. Hallo? Ja, jetzt tut er so, als ob er mich nicht mehr hören kann. Jetzt tu doch nicht so, Dümmel, als du bist. Also, ich hab Sie gerade nicht gehört, Herr Maulwurf. Ach so, das ist ja schrecklich. Tut mir leid. Was haben Sie denn gesagt? Ich wollte den Herrn Tagger gerne sprechen. Den Herrn Tagger gibt's nicht bei uns, ja, Herr Maulwurf. Ja, der hat mich doch zigmal angerufen und bedroht. Also, den Herrn Tagger kenne ich wirklich nicht, Herr Maulwurf. Ich bin in einer anderen Zentrale. Ja, wie viele Zentralen hat denn so eine Firma? Sitzen Sie also, in Grozny? Wie bitte? Sitzen Sie in Grozny? Wen wollen Sie denn sprechen, Herr Maulwurf? Na, den Herrn Tagger, aber den gibt es ja nicht mehr bei Ihnen. Nein, den gibt es nicht mehr bei Ihnen. Und ja, er hat schade. Auch nicht bei uns gearbeitet, also nicht zumindest bei unserer Filiale. Ja. Und was wollen wir jetzt machen, wir zwei? Ja, ich wollte mit Ihnen ganz normal vernünftig reden. Ich wollte Ihnen erklären, um was es hier geht. Und es, wie gesagt, ich habe den Herrn Dalsim. Ja. Das ist, keine Ahnung, ich bin ein Freund von Ihnen oder weiß ich nicht. Das ist mein Haushälter. Habe ich angerufen und er hat dieses Anrecht, er kann diese Mastercard von uns bekommen. Ja. Wenn er das auch möchte. Sie haben ihn ja von Anfang an angelogen. Wie bitte? Sie haben ihn ja angelogen, schon an Anfang an. Also ist denn der Herr Dalsim jetzt zu sprechen? Ja, der liegt ja, theoretisch ist er zu sprechen, aber der liegt ja hier vor Lachen am Boden. Ach so, und warum liegt er vor Lachen am Boden? Weil Sie sich immer noch mit mir unterhalten und gar nicht merken, wie wir Sie verarschen. Denken Sie. Ich habe das nämlich auch alles gehört, Herr Maulwurf, ja? Ja, von Anfang an, du hast zwischendurch schon mal Maulwurf gesagt, hast es wahrscheinlich genau, gar nicht gemerkt. Also, ich weiß, oder unsere Firma weiß ja auch Bescheid, dass sie das ins Netz setzen. Ja. Genau. Und von dem her, Herr Maulwurf, ich habe es Ihnen jetzt schön alles nochmal erklärt. Und wie gesagt, für meinen Kollegen entschuldige ich mich vielmals, was der Ihnen da gesagt hat, der Herr, wie heißt der nochmal? Der Herr Tagger. Der Herr Tagger. Für den entschuldige ich mich vielmals in meinem Namen oder von unserer Firma. Alles andere kann ich Ihnen nicht dazu sagen, Herr Maulwurf. Ich habe es Ihnen schön erklärt. Wie gesagt, Sie bekommen oder Sie können das bekommen. Und es ist keine Betrugsmasche oder irgendwas, was Sie da sagen. Hey, wenn Sie das mal kontrollieren. Jetzt ist es ja unterdrückt, aber wenn Sie mal Ihre manchmal sichtbare Nummer bei Google eingeben, dann sehen Sie ja, dass die ganzen Leute sich da sehr betrogen fühlen, dass die da bedroht worden und beleidigt worden sind. Das bilden sich doch 20.000 Menschen nicht ein da. Also, Herr Maulwurf, ich kann nur in meinem Namen reden, ja, ich bin immer zum Kunden freundlich und ich versuche so gut zumindest alles zu erklären, wie es kann. Das habe ich Ihnen auch Herrn Dalsim da erklärt. Wie gesagt, ich kann mich vielmals für den Kollegen entschuldigen, was da passiert oder vorgefallen ist. Und das andere, Herr Maulwurf, Können wir denn dann, sag ich mal, eine schriftliche Entschuldigung bekommen? Wenn Sie mir eine richtige E-Mail-Adresse geben, natürlich können wir uns schriftlich bei Ihnen entschuldigen. Ja, das ist, kann ich Ihnen den von Rakes geben, weil ich das kann das mit den Computern nicht benutzen. Also das ist diese Rakes mit H hinten, ja. Also ich buchstabiere, rakeshdhalsim@gmail.com. Ja. Okay, wir schreiben auf eine E-Mail und entschuldigen uns vielmals. Das ist sehr schön. Und dann wäre es natürlich auch schön, wenn diese ganze Masche ein Ende haben würde. Weil im Endeffekt wird unsere Ziegenarmee ja immer größer und es ist nur eine Frage der Zeit, bis wir gewinnen. Herr Maulwurf, ich muss Ihnen mal was erklären. Also die Leute, die tun sich bei uns online eintragen. Nein, ja? Ihr kauft die Daten von irgendwelchen Gewinnspielen auf und schließt dann daraus, dass die Leute ein Werbeeinverständnis abgegeben haben, was ja gar nicht der Fall ist.
Also wir haben hier im System alles drinstehen, also die ganzen Daten, wo sich die Leute auch eingetragen, wie zum Beispiel bei Gewinnspielen, gerade bei Gewinnspielen, Herr Maulwurf. Ja, was kostet denn so ein Datensatz? Können Sie mir das sagen, wenn die so in 100er Packs verkauft? Das weiß ich nicht, ich arbeite ganz normal und verdiene mein normales Geld wie Sie. Was Sie arbeiten, weiß ich nicht, aber Sie gehen auch normal arbeiten und verdienen Geld. Ich bin ja schon lange in Rente. Was kriegt man denn da? Was kriegt man denn so an Provision bei Ihnen? Ah, das ist egal. Nein, es ist nicht, weil das ist ja dann keine neutrale Beratung mehr. Es gibt diese Karte zu diesen Konditionen ja anderswo teilweise gratis und Sie nehmen da 100 Euro per Nachname für. Ja, wir nehmen das, wenn Sie das, die Leute das auch möchten. Ja, das wird denen gesagt, ja aufgedrängt. Die haben jetzt wahrscheinlich Sie dahin gesetzt, weil Sie einigermaßen gut Deutsch sprechen können. Nicht wie diese anderen dressierten Schimpansen, die mich da sonst immer anrufen, um das Recht zu rücken. Aber das ist ja, das bestätigt das ja nur, was Sie mir erzählen. Herr Maulwurf, wie gesagt, also ich habe es jetzt schön und deutlich alles erklärt. Ja. Ich erkläre es nochmal, dass Sie das auch zum Mitschreiben können. Ich kann Ihnen das auch alles per Mail schicken. Ich kann ja das nicht mehr so. Kann das mein Kollege für mich aufschreiben? Kann ich Ihnen den kurz geben? Ja, können Sie auch geben, ja, Ihren Kollegen. Hallo. Hallo. Hallo, hier ist Dimitri. Wer ist da? Hallo, Herr Dimitri. Mein Name ist Herr Bauer. Da. Ich soll aufschreiben. Ich bin Privatsekretär. Also schreiben Sie auf. Ist das jetzt, warte, ist das jetzt offizielles Statement? Also ich erkläre Ihnen, wie das jetzt funktioniert. Offizielles Statement, okay. Also, wie gesagt, wir haben die Möglichkeit, eine goldene Mastercard zu bekommen. Warte, bevor du sprichst, darf ich kurz meinen Satz sagen und dann kannst du deinen Satz sagen. Ja. Herzlich willkommen bei Telefonziege, das ist Interview mit 4D Marketing. Bitte, sagen Sie Ihren Text. Also, es geht hier um eine goldene Mastercard, ja? Da. Und zwar, Sie halten Unterlagen, über diese Unterlagen entscheiden Sie selber, ob Sie diese Karte beantragen möchten oder nicht oder aktivieren. Da. Ja, das ist, wie gesagt, da bekommen Sie die Unterlagen und einen Voucher. Ein Voucher ist ein Gutschein mit einem Aktivierungscode. Ja. Über diesen Aktivierungscode gehen Sie auf eine Internetseite, wo Sie dann diese Karte beantragen und aktivieren können. Ja. Das ist eine Prepaid-Karte. Sehr gut. Also, wo Sie auf jeden Fall eine Prepaid-Funktion haben. Prepaid. Und wie gesagt, Sie kriegen eine Kreditofferte von bis zu 7.500 Euro. Ja. Also bis zu 7.500 Euro. Das ohne Jahres- und ohne Monatsgebühren. Ja. Die ersten 5 Jahre. Sehr gut. Ja. Und wie gesagt, Sie entscheiden das selber, ob Sie diese Karte beantragen oder nicht. Sie bekommen diesen Voucher, über diesen Voucher können Sie dann diese Karte beantragen oder auch nicht. Wenn Sie sich für diese Karte entscheiden, also für diese Karte, dann müssen Sie diesen Voucher aktivieren. Ja. Sie bekommen das, wie gesagt, alles per Einschreiben, also Einschreiben. Das ist per Nachname. Genau, das ist per Nachname. Und für diese Unterlagen, die wir Ihnen senden, zahlen Sie einmalig 98,90, wo Sie natürlich widerrufen können von 14 Tagen. Wenn Sie das nicht aktivieren, diesen Voucher, dann bekommen Sie auch keine Karte. Das ist nämlich das ganz Wichtige und das hören viele Leute nicht zu. Ja. Das war mein Statement. Ist das jetzt offiziell Interview gewesen? Ja, sehr das gut. Das können Sie, wie gesagt, selber entscheiden. Ich bedanke mich vielmals bei Ihnen und ich entschuldige mich für diesen einen Mitarbeiter in meinem Namen. Und was ist und, mit den anderen, die haben auch eine Betrügung machen? Also, wir haben einmal mit einem gesprochen, der hat gesagt, der hat von Postbank den Auftrag gekriegt, anzurufen und Karte anzugeben. Und all solche Sachen. Kannst du hier reinhören? Nein. Kannst du bei YouTube gucken? Ja, werde ich mal nachher machen bei YouTube. Also, wie gesagt, du hast eigene, 4D Marketing hat eigene Playlist inzwischen. Echt? Ja, das ist eigene Playlist, weil das ist der schlimmste Betrug, was habe ich erlebt bei meinem Leben. Nur das mit den Blinden ist schlimmer. Weißt du, da rufe die an und sage, du kannst du Besen kaufen. Was haben blinde Leute gemacht? Aber euer ist fast genauso schlimm. Also, wie gesagt, wir bieten Ihnen Unterlagen. Für diese Unterlagen zahlen Sie, wie gesagt, es geht hier um eine Mastercard. Das habe ich zigmal gesagt.
Sie bekommen Unterlagen, für diese Unterlagen zahlen Sie einmalig 98,90. In den Unterlagen ist ein Voucher mit drin, das ist ein Gutschein, wo Sie dann diese Karte aktivieren müssen. Das müssen Sie im Internet machen. Internet? Wenn Sie da nichts machen, ja, wenn Sie da nichts im Internet eingeben, sagen Ihre Internet. Kann ich auch ein Internet haben, weil ich bin Inder? Jetzt ohne Spaß, also es soll ein bisschen schon ernst bleiben und nicht irgendwelche Späße. Hallo, das ist Telefonziege, erwartest du wirklich, dass wir ernst sind? Ja, nee, ist das egal, ich mache meine Arbeit. Ja, ich auch. Trotzdem, ich wünsche Ihnen auf jeden Fall einen schönen Abend. Kannst du dir einen schönen Tag. Schöner Abend, ist bei Bosnien schon Abend? Nein, wir sind nicht aus Bosnien, wir rufen aus München an. Ja, ich wünsche Ihnen einen schönen Tag und genießen Ihren Tag. Ja, noch, ja, können Sie sich bitte anständige Arbeit suchen? Anständige Arbeit. Ja. Ist das eine machbar? Anständige Arbeit. Ja? Ja, also ich bin sehr zufrieden mit meinen Arbeit. Ja, das glaube ich. Da könntest du die Provision von Leuten abzocken, da werde ich auch zufrieden. Ich wünsche Ihnen auf jeden Fall auch Herrn Maulwurf, Herr Dalschim und den einen Dimitri einen wunderschönen Tag noch. Kannst du noch Bertha grüßen, Bertha Meller? Kenne ich nicht. Einen schönen Tag. Ja, kannst du bitte sagen, ich grüße Bertha Meller. Oh, Motherfucker. Hat es nicht gemacht.